Ehrlich. Kannst du da einen Strafkolo mal schicken, gell? Aber ungefähr 12. So, liebe Damen, verehrte Herren, ich darf ganz kurz zur Nachspeise ein paar Sätze sagen. Ich bin also praktisch die Nachspeise. Von daher ein herzliches Dankeschön an Frauenunion, CSU und vor allem an diejenigen, die das Ganze auch machen. Und die Damen, die heute hier dabei sind, waren ja auch am Stand dabei, haben den Standdienst gemacht. Und ich denke, das ist gut und richtig, dass das so läuft. Das ist notwendig, dass wir wissen, was die Menschen benötigen, was die Menschen für Vorstellungen haben. Und wenn ich jetzt da halt am Tisch sitze und mich hier mit einer jungen Unternehmerin unterhalten darf und frage, ob unsere Entscheidungen im medizinischen Bereich und gerade was Ausbildung und auch bei gewissen Veränderungen natürlich im ganzen System, ob diese Dinge ankommen, ob es hier Punkte gibt, wo man verändern muss. Ja, wann erfahre ich denn das? Das erfahre ich nur dann, wenn ich mit den Leuten rede. Aber mir ist einfach das persönliche Gespräch deutlich lieber. Und von daher mache ich auch solche Veranstaltungen, wo man immer wieder zusammenkommt. Ich glaube, dass wir nicht irgendwelche Dinge extra als Frauenthemen aufgreifen wollen. Ich glaube, dass vor allem die Normalität das ist, was die Frauenpolitik möchte. Ich glaube auch, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, wenn wir über Bezahlung reden, wenn wir über Rahmenbedingungen reden, dass Frauen nicht besser, aber auch nicht schlechter, wie Männer gestellt sein sollten. Und wir haben in der CSU auch, das sage ich ruhig einmal vielleicht ein bisschen kritischer, wir haben hier schon noch einen Nachholbedarf. Dieses Zusammenspiel zwischen Jugend und Erfahrung, das muss ja sein. Wir führen keine Diskussion bei uns über alt oder jung, weil das wäre ein Krampf. Und deshalb sind wir, glaube ich, gut beraten, wenn wir einen Mix an Mitgliedern haben, die hier sich immer wieder auch austauschen. Ich kann heute nur sagen, ich bin froh, dass ich bei euch sein durfte. Auch ein kleiner Hinweis, ich fahre auch mit einem Diesel wieder heim. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das auch die nächsten Jahre tun werde. In diesem Sinne alles Gute, vielen Dank für die Unterstützung und Gottes reichen Segen. Dankeschön.